Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du einschaltest zu Lands Island mit Retor, dem Wikinger und meinem Let's Play. Lands Island ist ein Game, das im Early Access gestartet ist. Es ist vom Publisher Flow Studio, genauso wie dem Entwickler Flow Studio. Es ist auch bisher das einzige Spiel dieses Entwicklers bzw. Publishers. Das Spiel ist erschienen am 26. November diesen Jahres und hat sehr gute Bewertungen auf Steam. Ich habe es auch selber schon gespielt, eine ganze Session lang gespielt, weshalb ich dann auch gedacht habe, ich muss dazu unbedingt ein Let's Play machen. Ich bin absolut begeistert von diesem Spiel. Es ist ein Survival-Open-World-Spiel mit Basenbau und einem instanzierten Bereich, wo man so ein bisschen auf Abenteuer-Erkundungsreise gehen kann, wo man Ressourcen abbauen kann, die es auf der Oberwelt nicht gibt. Das werden wir aber gleich genauer sehen. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf, das Ganze mit dir zusammen, mit euch zusammen, das Ganze hier durchzustehen. Und deswegen starten wir jetzt mal ins Spiel. Lands Island ist wie gesagt im Early Access. Zu den Settings, ich habe jetzt hier alles auf High stehen. Auf Framerate 140, aufgrund meines Bildschirms, V-Sync ist an, Fullscreen. Audio habe ich ein bisschen runtergedreht. Musik läuft sowieso nicht die ganze Zeit. Und, Entschuldigung. Wenn sie dann mal wieder angeht, dann kann man, da kann man schon ein bisschen Schreck kriegen, wenn sie dann auf einmal ganz plötzlich angeht. Und wenn die dann auf hoher Lautstärke steht. Auf Deutsch zu stellen geht das Spiel leider noch nicht. Ich hoffe, das werden sie noch nachliefern. Aber Englisch ist auch gut. Und deswegen, ja. Das war es eigentlich schon mit den Settings. Ihr könnt ja noch auf Discord, auf den YouTube-Channel und auf den Twitter-Channel von Flow Studio. Und ich würde sagen, dann beginnen wir mal mit Lands Island. Ach ja, da seht ihr auch mein Spiel, was ich schon gespielt habe. Ich bin Tag 5 vom zweiten Monat im ersten Jahr. Auch jetzt noch nicht so weit. Ich habe schon einiges an Geld. Aber wir starten jetzt erstmal neu. Machen wir mal hier Let's Play rein. Damit wir wissen, dass das Let's Play ist. Create Game. Und dann können wir einen Charakter erstellen. Können wir erstmal festlegen, ob wir Land steuern wollen mit WASD, Maus oder Controller. Wir machen WASD. Land is from. Also Land kommt von den Yao-Inseln. Er ist maskulin, ein Mann. Trägt Land Schuhe? Nein, definitiv nein. Also Land trägt keine Schuhe. So, Len hat rotes Haar. Das hier, das ist also ganz ein bisschen durch, aber es ist nicht viel, was hier auswählbar ist. Deswegen, das gefällt mir ganz gut. Ein T-Shirt drunter, Knöpfen. Blaue gefällt mir gut, mit Knöpfen ist auch gut, ne, so. Lange Hose etwas heller mit Gürtel, kurz oder Dreiviertelhose. Kurze Hose, ich mache die Dreiviertelhose. Ich glaube, das ist ganz gut so. Auch nicht richtig rot, ne? Aber ja, komm, wir haben ja trotzdem rote Haare. Wir sagen einfach, es ist rot. Start Game. Los geht's. So, da sind wir gestrandet mit unserem kleinen Bötchen. Hier auf dem Bötchen haben wir eine kleine Truhe, mit der wir uns ausstatten können. Wir können uns hier ein Schwert rausziehen zum Kämpfen. Und Tools wie eine Axt oder eine Spitzhacke, mit der wir Ressourcen abbauen können. Dann haben wir hier noch einen Schlafsack, in dem wir speichern und schlafen können. Schlafen können wir allerdings nur in der Nacht, deswegen geht das jetzt gerade nicht. So. Es ist unsere erste Aufgabe, erstmal der Steuerung ein bisschen anvertraut machen. So, ich kenne die ja schon. Ein bisschen Nahrung sammeln. Das ist erstmal wirklich so eines der wichtigsten Dinge. Dann haben wir hier hinten noch direkt die Blaubeeren drin. Blaubeeren ist so am Anfang das, was wir am meisten finden werden. Hier können wir uns ein bisschen umschauen. Hier haben wir eine kleine Hütte, die schon steht. Da kann man weiter ausbauen. Eben hier die Büsche wegmachen. Da sammeln wir Fiber. Mit der Axt können wir das hier abräumen. Nur ein bisschen Holz. Da liegt ein Brief. We followed the orders. The bridges have been destroyed and the second cave entrance demolished. We will be heading back early in the morning. Also diese Briefe, ich mein Englisch ist nicht so gut, deswegen werde ich sie nicht übersetzen. Könnt ihr selber machen, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr das könnt. Aber es
geht einfach darum, dass die Brücke zerstört. Achso, ja. Zeit für eine Attacke. Jetzt wird alles ein bisschen im Tutorial erklärt, aber auch, also ich brauche es nicht. Die Brücke hier oben, die Stadt ist zerstört, die müssen wir reparieren. Können wir mal draufklicken, dann sehen wir, was für Ressourcen wir haben. Wir haben 80 Steine und 40 Limestone. Nicht viel, also sollte relativ fix gehen. Und die zweite Cave, die zweite Höhle, ist eingestürzt. Das, wenn wir die Map ein bisschen erkunden, zeige ich euch die Stelle, wo das ist. Dass ich habe das schon gesehen. So, ich würde jetzt mal hier erstmal die Bäume fällen. Ja, man haut mal ein bisschen länger drauf rum. Und immer noch ein bisschen viel länger. Jawohl. So, dann sammeln wir das Holz ein. Machen wir den Baum noch weg. Können wir nämlich diese Hütte auch ein bisschen erweitern. Weil ich gar nicht weiß. Mit Tab kommt ihr ins Inventar. Da habt ihr dann die Ressourcen, die ihr habt. Da seht ihr den Balken. Wenn der voll ist, könnt ihr die Ressourcen nicht mehr einsammeln. Bis 150 können wir momentan gehen. Das Inventar ist aber erweiterbar. Dann haben wir Food and Farming, also alles, was wir essen und verarbeiten können. Und alles, was wir bauen können. Hier brauchen wir zum Beispiel für die Fundamente brauchen wir Stein und auch Limestone. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall noch holen gehen, wenn wir das hier erweitern wollen. Und ansonsten für die Wände und Türen so brauchen wir Holz. Das kriegen wir relativ gut hin mit dem, was wir jetzt haben. Mit Escape wieder aus dem Menü raus. Und dann sammeln wir weiter. Ach, da sind noch Blaubeeren. Ganz wichtig. Schön viele Blaubeeren mitnehmen. Jetzt stillen euren Hunger. Und heilen ein Stück. Gerade wenn wir in die Cave reingehen. In der Cave gibt es auch Gegner. Hier in der Oberfläche ist es absolut friedlich. Das Einzige, was euch passieren kann, dass ihr beim Baumfällen einen Baum auf den Kopf bekommt. Dann bekommt ihr ein wenig Schaden. Ist aber nicht sonderlich viel, selbst wenn ihr den kompletten Baum auf den Kopf bekommt. Alles in Ordnung. Ansonsten gibt es hier oben kaum Gefahren. Ich habe gerade gesagt, es gibt keine Gefahren. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt, das hier ist eine Insel, umgeben von Wasser. Es gibt aber Wege zu kleineren Inseln oder kleineren Buchten. Auf denen gibt es dann durchaus doch mal ein paar Gegner. Da muss man sich dann schon gut verteidigen können. Gute Waffe haben. Aber wir holen uns auch gleich direkt eine sehr gute Waffe. Gebe ich euch auch direkt einen kleinen Spoiler für das Game mit auf den Weg. Der mir in meinem anderen Spiel, was ich angefangen habe, ist mir das irgendwann mittendrin aufgefallen. Dass das möglich ist. Und ich warne dann noch mal kurz vor, wenn ihr das nicht sehen möchtet, dann müsst ihr euch das natürlich nicht anschauen, könnt ihr selber die Erfahrung machen, das zu kriegen. Aber ich möchte hier mit gutem Equipment durchstarten. Deswegen werden wir uns da gleich erstmal was Gutes, eine gute Waffe holen. Ich weiß allerdings auch nicht, das ist noch so meine Vermutung, dass die Waffe, die ich dort kriegen kann, wo ich sie kriegen werde, entweder ist es immer dieselbe. Oder es ist random irgendeine. Das wäre natürlich auch ziemlich cool, weil man dann immer noch so ein bisschen Überraschung in jedem Spiel, was man neu anfängt, hat. Das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. So, wir hacken jetzt hier noch ein bisschen Stein, weil wir für die Fundamente brauchen wir Stein. Vorne haben wir Lehm, das werden wir auch gleich mitnehmen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Limestone. Den haben wir meistens, finden wir den am Wasser. Das ist also im Wasser. Also Steine so mehr so im Inland, Lehm eher so am Strand und Limestone im seichten Wasser. Im seichten Wasser können wir außerdem Flaschen finden, die wir zu Glas verarbeiten können. Wir können Kisten finden, wo wir Material finden können, mit denen wir an der Werkbank, wenn wir die gebaut haben, neue Sachen, Rezepte erlernen können. Ah, ist Limestone. Mit denen wir dann bessere Sachen bauen können. Unter anderem Waffen, Spitzhacken, neue Gebäudeteile, Dekorationsartikel, alles Mögliche. Also es ist wirklich viel möglich in dem Spiel. Wie gesagt, es gibt eine Cave. Es gibt auch eine zweite Cave. Ich weiß nicht, ob die im Early Access mal frei wird, aber die erste Cave ist zumindest ziemlich groß und es gibt von schwächeren Gegnern bis hin zu stärkeren Gegnern alles Mögliche. Da liegt eine Flasche, die sammle ich einfach mit drüberlaufen ein. Habe ich zweimal Glas bekommen. Hier machen wir das Fass kaputt.
Da kriegen wir hier die Zahnräder und ich weiß gar nicht, wie heißen die hier? Salvage Metal, okay. Ja, das ist quasi die Währung, die brauchen wir, um neue Rezepte zu erlernen an der Werkbank. Wir brauchen sie aber auch dafür, später größere Gegenstände herstellen zu können. Also man braucht sie auch, um Sachen herzustellen. Aber jetzt am Anfang eher weniger. So, das ist die erste kleinere Insel hier an der Seite. Da werden jetzt ein paar Gegner sein. Mal gucken, ob wir den schaffen. Kleiner Krebs oder sowas. Kleine Spinne. Ja, ist schon mal erledigt. Hinten so eine zweite. Und ihr seht, jetzt haben wir dunkle Materie bekommen. Das droppen die Gegner, wenn wir sie erledigen. Und hier ist wieder ganz viel Leben zu holen. Das bauen wir jetzt auch noch eben ab. Da hinten den Limestone nehmen wir dann noch mit, den ich gerade erblickt habe. Dauert das lange. Immer mal nachgucken. Ab können wir das auch nochmal durchschalten. Mit 42 Leben. So, Limestone haben wir auch wieder ein bisschen was. Die lasse ich mal stehen. Es dauert jetzt zu lange mit dem Abholzen. Wir brauchen das Leben jetzt nicht unbedingt. Am Anfang. Da können wir uns immer noch holen. Liegt da noch was? Ach, das ist noch Holz, was da liegt. Okay. Da ich mit Holz voll bin, kann ich das nicht mehr einsammeln. Wir brauchen aber unbedingt auch noch hier so ein paar Fibers. Die braucht man immer. Diese Pflanzen hier, die geben am meisten. Also diese mit den komischen, mit den Blättern hier, die geben am meisten Fiber. Zwischen 4 und 6 Stück. Die hier geben meistens 1 bis 2 die Gräser. Sind doch nur einer. Das sind 3 auf einmal. Da habe ich jetzt 5 Stück aus 3 bekommen. Also wie gesagt, 1 bis 2 pro Pflanze. So, wir erkunden ein bisschen die Insel. Zeige ich euch noch ein bisschen was. Hier gibt es dann halt noch eine zweite Insel, durch den Fluss getrennt. Hier gibt es weitere Ressource. Das sind Goldblumen oder Gold, wie heißen die? Marlgold. Ah, Goldblume, ne? Also weiß ich jetzt nicht, wie das übersetzt werden würde. Es gibt auch Rosen. Alle möglichen Arten von Früchte. Das sind Rosen. Da haben wir direkt ein paar Rosen, sehr gut. Die können wir auch mitnehmen, weil das macht unser Inventar nicht unnötig voll. Wir können sammeln, bis die Balken voll sind. Hier sind jetzt noch ein paar Blaubeeren, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier die Rosen können wir mitnehmen, da vorne kommen wieder Blaubeeren, das ist sehr gut. Hier ist ein Fischerposten. Kann man leider nichts mitmachen. Ich denke mal, das wird auch dann noch nachgepatcht im Early Access oder halt mit dem Vollgame released. Wann das komplett released werden soll, also im Early Access rauskommen soll, weiß ich nicht. Ist noch nicht bekannt. Aber das Spiel macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr viele Inhalte sind schon gut spielbar. Deswegen muss man, glaube ich, auch nicht traurig sein über die Inhalte, die noch nicht spielbar sind. Limestone habe ich jetzt eigentlich. 63 reicht, glaube ich, erstmal für den Anfang. Da brauche ich jetzt nicht noch weiter rumhacken. Immer lieber ein bisschen erkunden gehen. Die immer ganz wichtig. Also ganz wichtig, die Fässer aufschlagen und halt diese Metallteile da rausnehmen. Mal ein bisschen was essen. Mit Shift machen wir so eine Rolle nach vorne. Mit Space springen wir. Und wir können das beides auch kombinieren. Haben wir jetzt ein bisschen Kohle bekommen. Das war, wenn wir jetzt hier zum Beispiel rüber springen und nach vorne, dann machen wir einen weiteren Satz. Aber ich habe es über diese Brücke bisher noch nicht drüber geschafft. Auch nicht im anderen Game. Es ist scheinbar auch nicht gewollt, weil Brücke geschlossen steht auf dem Schild. Ich gehe auch mal davon aus, das wird mit dem Early Access dann, wenn das Spiel im Early Access fortschreitet oder halt den verlässt, wird das auch irgendwann möglich sein, das zu tun.
Achso, das sind ja Blaubeeren. Sollte es euch aber gelungen sein, solltet ihr das Spiel auch spielen und ja, euch es gelungen, darüber zu kommen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das gemacht habt, weil mir ist es nicht gelungen. Man kann an der Stelle nicht bauen. Oder ich kann an der Stelle nicht bauen. Wenn euch gelungen ist, werdet ihr das vielleicht können. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gemacht habt. Würde mich interessieren. Vielleicht kann ich von euch noch was lernen. So, jetzt haben wir hier oben diese schöne Stelle. So eine Landzunge. Da drüben ist noch eine Insel. Können wir mal eben rüber. Also nochmal Blaubeeren, sehr gut. Aber normalerweise kann man hier übers vom Festland auch aus über diesen Jump-and-Run-Part hier rüber. Aber mal eben schnell durchs Meer schwimmen hat mir jetzt nicht wehgetan. Deswegen ist Lavendel. Deswegen habe ich diesen Weg genommen. Im Meer habe ich bisher nichts Gefährliches gefunden. Es gibt keine Haie oder sonstiges. Kann natürlich sein, dass das noch irgendwann nachgepatcht wird. Das weiß ich nicht. Aber bisher ist es hier an der Oberfläche absolut ungefährlich. Man kann überall hin und überall lang. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt schwimmen wir einfach. Ach, hier ist die zweite Mine. Oder die zweite Höhle. Hört so ein bisschen die Höhlengeräusche, aber sie ist zugeschüttet. Und ich weiß auch tatsächlich noch nicht, wie man sie aufbekommt. So, wir schwimmen jetzt einfach mal hier von der zweiten Höhle aus einfach mal ins Meer hinein. Bis es nicht mehr geht. Den Grund dafür... Achso, ich wollte euch warnen. Hier an dieser Stelle findet jetzt der Spoiler statt. Falls ihr das nicht sehen wolltet und es selber herausfinden wollt, schaut nicht weiter. Oder holt das Video nach vorne. Aber gleich kommt das Geheimnis. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Lonely Island, wunderbar. So, hier können wir erstmal ein paar Flaschen einsammeln. Der Pirat, der hier liegt, der hat sich scheinbar weggesoffen. Und da haben wir ein Schwert. Ein sehr gutes Schwert, wenn man mal den Schaden betrachtet. Wir haben einen sehr hohen Speed. Auch wenn da nicht Hai steht, sondern Hio. Aber es soll Hai heißen. Der Knockback ist nicht mehr low, sondern average, durchschnittlich. Die Crit-Chance steigt von 5 bis 6 auf 8 bis 13 und der Schaden von 4 bis 5 auf 7 bis 9. Das ist ein sehr gutes Schwert für den Anfang. Wir ziehen das einfach hier drauf. Das andere Schwert haben wir weiterhin trotzdem, nicht im Inventar, aber wir haben das in unserer Kiste weiterhin verfügbar. Also es ist nicht verloren. Aber mit diesem Schwert haben wir jetzt natürlich eine viel bessere Möglichkeit, uns zu verteidigen. Wir haben den normalen Angriff, wir haben Q und wir haben E, mit denen wir nochmal mehr Schaden verursachen können. Also dieses Schwert ist für den Anfang wirklich Gold wert. Jetzt schwimme zurück. Ich bin immer an der Stelle, wo ich gerade auch quasi ins Wasser gegangen bin, bin ich bisher immer zu dieser Insel hingeschwommen. Aber ich komme hier jetzt ganz einfach zu der Insel zurück. Also ich gehe davon aus, man kann das auch an anderen Stellen einfach machen. Man wird da wahrscheinlich einfach hingeportet. Ob man jetzt auch im Normalfall so rüber schwimmen kann, weiß ich gar nicht. Habe ich noch nicht probiert, aber... Könnt ihr ja mal probieren, mir in die Kommentare schreiben, ob es auch einfach so geklappt hat. Einfach so rüber zu schwimmen. Jetzt machen wir an den Fasern hier schon viel mehr Schaden, als es vorher der Fall war. Geht viel schneller. Bäume würde ich damit nicht empfehlen zu hacken mit dem Schwert. Es geht zwar nicht kaputt, aber man kommt ganz gut durch. Sehr viel mehr Schaden. Also wie gesagt, mit dem Schwert würde ich euch nicht empfehlen, Bäume zu fällen oder Steine kaputt zu machen. Geht zwar auch, aber es dauert wahrscheinlich sehr lange. So, hier haben wir noch ein Fässchen, dann machen wir ein bisschen kaputt. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Bötchen, dass wir ins Schlafen kommen. Achso, wir müssen ja von der Insel auf die andere Insel rüber, genau.
So, wenn wir hier die Klippe runterspringen, ein bisschen Schaden bekommen. Hier ist ein Altar, hier wird man hingeteleportet. Ja. Hinteleportiert, wenn man sich aus den Höhlen rausteleportiert. Wie man das macht, werden wir im Laufe des Let's Plays noch erfahren. Werdet ihr noch erfahren. Aber. Ja, den Stein kann ich auch Schaden machen, aber es dauert jetzt natürlich sehr lange. Es dauert ja mit der Spitzhacke schon lange. Dann dauert es mit dem Schwert noch länger. Hier ist die Höhle. Da schauen wir später mal rein. Aber erstmal müssen wir uns ein bisschen aufbauen, ein bisschen dafür sorgen, dass wir so die Grundversorgung haben. Müssen was essen können wir noch mal. Trinken müssen wir nicht. Vielleicht kommt es noch, aber bisher muss man es nicht machen. Da ist die schöne Hütte. Wir können mal eben. Wir haben gerade eben Kohle gefunden. Die können wir mal eben hier reintun. Ach nee, wir haben nicht genug Kohle. Wir müssen mindestens 5 Kohle haben. Und dann brennt es bisher zumindest immer weiter durch. So, jetzt benutzen wir den Schlafsack und schon schlafen. Das Spiel wird gleichzeitig gespeichert. Alles wunderbar. Wenn wir jetzt hier in die Kiste reinschauen, haben wir unter Waffen das andere Schwert immer noch verfügbar. Also es geht nicht verloren. Einfach drüber ziehen und es geht nicht verloren. Wunderbar. So, wir haben Stein, wir haben Limestone, wir müssten Holz haben. Das bedeutet, wir bauen jetzt mal was. Und zwar gehen wir dann aufs Baumenü. Machen wir hier Fundament. Ah, ich stehe mittendrin. So. So. Dann drücken wir F. Sieht auch hier unten. Hier ist weg. Unten F ist der Zeichenmodus. Wir können hier das ersetzen. Das Dach werden wir recyceln. Die Wand werden wir recyceln. Das Dach werden wir recyceln. Und dann werden wir diesen Kreativmodus wieder verlassen. Wir machen jetzt erstmal ein 4x4 großes Haus. Hat einfach den Hintergrund, dass ich in meinem Einzelspiel, was ich gespielt habe, festgestellt habe, dass. Noch ein Fenster hin? Ich mache hier noch ein Fenster hin. So, ein bisschen mehr Licht rein. So. Dass die Performance, weil die Häuser was größer werden, ein bisschen runterging. Ich glaube, sie haben es gepatcht. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Deswegen machen wir erstmal ein kleines Häuschen. Wir können das aber jederzeit nach Belieben erweitern, da man im Baumodus mit F, Zeichenmodus, einfach die Sachen wieder abreißen kann und die Ressourcen komplett zurückerstattet bekommt. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, Gebäude haben wir gebaut. Erstmal ein kleines. Jetzt würde ich da auf jeden Fall ein Bett reinsetzen wollen, dass wir einen Punkt haben in der Hütte zum Schlafen und auch einen Respawn-Punkt. Dekomaterial, eventuell könnte mir hier so eine Fackel bauen, aber da fehlt uns das Metall und auch die Kohle für. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ohne Licht auskommen. Aber was ich gerne bauen würde, dazu bauen wir wieder Holz, ein paar Felder, damit wir. Der Brunnen wäre auch cool, beziehungsweise der Brunnen ist eigentlich sogar Pflicht. Ne, wir können. Wir bauen die Felder, aber wir brauchen vorher die Gießkanne. Die haben wir aber noch nicht erforscht, dafür brauchen wir die hier. Nein, ach guck mal, wir haben genug. Ich rede schon wieder um Kopf und Kragen hier. Wir haben genug Schrauben, also, Savage Metall. Das heißt, wir müssen jetzt Holz farmen, damit wir die Workbench machen können und dann können wir auch die Gießkanne erlernen. Ja, dann können wir gucken, wie lange das mit der Gießkanne noch dauert. Gerade die Werkbank war mit den Schrauben zu machen. Das war mir jetzt auch irgendwie neu. Ich meine, das wäre vorher nicht so gewesen. Kann aber sein, dass sie es nachgepatcht haben oder dass ich es einfach vergessen habe. Weil am Anfang braucht man die eigentlich nicht, die Schrauben für Rezepte. Braucht man nur zum Freischalten der Rezepte. Und später kommen dann Materialien hinzu, wo man diese Schrauben braucht. Aber vielleicht haben sie es geändert. Vielleicht beginnt es jetzt auch von vornherein ein bisschen mehr. Die patchen regelmäßig. Sind da wirklich sehr zuverlässig, also es macht auch echt Spaß, dass sich das Spiel stetig verbessert. Deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass das ein erfolgreiches und gutes Spiel wird. Und mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, sowohl jetzt hier mit euch neu anzufangen, als auch mein bestehendes Spiel. Ist wirklich sehr gut. Die Bäume wachsen nach, also wir können theoretisch die ganze Insel abholzen. Beziehungsweise können wir nicht, wir haben ja nur eine gewisse Menge an Inventarplatz. Aber wenn wir genug Inventar hätten, könnten wir die ganze Insel abholzen und wenn wir ein paar Mal schlafen gegangen sind, wäre die wieder da. Flasche wollte ich mir eben holen. Ah, da ist noch eine Flasche. Hallo Flasche. So. Die Bäume können auch aufs Haus drauf fallen, das ist aber nicht so schlimm, da passiert nichts. Also die Häuser bekommen keinen Schaden. Beziehungsweise bisher ist es mir nicht aufgefallen, dass sie Schaden bekämen. Man kann auch noch aus Stein und aus Lehm bauen.
Was das aber genau für einen Sinn hat, weiß ich nicht, weil es bisher keinerlei Einflüsse gibt, die die Wände oder die Häuser halt irgendwie beschädigen würden. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch reinkommt und man deswegen dann aus Holz, aus Stein oder Lehm bauen kann. Vielleicht auch irgendwann mal aus Metall, aber außer mehr Ressourcen, die man dafür braucht, was natürlich klar ist, gibt es da jetzt gerade keinen Vorteil. Deswegen bleiben wir erstmal bei Holz. So, Werkbank müsste baubar sein, jawohl. Mit R drehen wir das Ganze. Gehen wir mal ein bisschen. So, im Baumodus kann man es gut bewegen. Dahin. Sehr gut. Da haben wir hier unten eine Kiste. Da ist dann wie hinten am Boot unsere Tools, unsere Waffen. Und hier oben können wir Rezepte, die wir noch nicht gelernt haben, lernen. Zum Beispiel das Fenster hier würde uns jetzt 5 von den Dingern kosten. Möchte ich aber noch nicht lernen. Ich möchte lieber schauen, was hier zum Beispiel die Gießkanne kostet. Die Gießkanne brauchen wir 5 Metall zu, haben wir nicht. Den Rest haben wir. Wir brauchen für die Gießkanne keine von den Schrauben. Das ist schon mal gut. Sobald wir die Gießkanne einmal hergestellt haben, haben wir sie immer. Dann haben wir hier eine Schmelze und ein Fireplace. Am Fireplace können wir backen. Da wir aber das Backen noch nicht die nötigen Dinge haben, wie zum Beispiel auch eine Mühle, die wir erst noch lernen müssen, lassen wir das erstmal und konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir schmelzen können. So, jetzt habe ich jetzt noch Punkte. Das kleine Feld, das große Feld platziert man draußen auf dem Boden. Das kleine Feld kann man theoretisch hier drinnen platzieren. Werde ich aber noch nicht lernen, weil das einfach meiner Meinung nach ein bisschen sinnlos ist. Ich lerne die hier. Einfach aus dem Deko-Aspekt heraus. Sieht ein bisschen schöner aus. Und ja, ein bisschen schöner aus, das ist eigentlich alles. So, für das Ding brauchen wir jetzt 80 Steine, 35 von den Schrauben. Also okay, die Werkbänke brauchen scheinbar jetzt immer diese Schrauben. Ich meine, das wäre vorher nicht so gewesen. 25 Kohle und 25 Holz. Holz ist nicht das Problem. Die anderen Sachen bekommen wir alle durchweg in der Mine, am allerbesten. Das heißt, wir müssen relativ bald in die Mine gehen. Ich würde aber, wie gesagt, vorher gerne ein paar Felder hier anlegen. Schauen wir mal, wie viele wir machen können. Wo sollen wir die Felder machen? Sollen wir die hier vorne an... Ja, machen wir doch hier auf die schöne Wiese, oder? So, gucken wir mal. Hier so hin, so hin, so. 3 Stück können wir mauen. Das ist doch wunderbar. Da können wir jetzt theoretisch auch schon was einpflanzen. Aber wie gesagt, wir brauchen die Gießkanne. Und für die Gießkanne brauchten wir was nochmal? Guck nochmal eben, Metall war es, ne? 5 Metall war es. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall an den Anfang der Mine gehen. Holz kriegen wir ganz einfach, das ist nicht schlimm. Aber 5 Metall kriegen wir am Anfang der Mine hoffentlich schon. Weil auch dort stehen gerne mal Kisten rum, in denen Metall ist. Oder wir finden vielleicht auch direkt schon eine Metallader. Wenn nicht, müssen wir uns ein bisschen in die Mine hineinwagen. Nehmen wir uns nochmal ein bisschen Bäumchen. Oh, Schaden bekommen. Ihr könnt entweder mehrfach klicken, um den Baum zu fällen, oder ihr könnt die Maustaste auch einfach gedrückt halten. Später mit den besseren Äxten habt ihr dann auch coole Fähigkeiten, die ihr benutzen könnt. Und ihr habt eine Chance, einen kritischen Schlag zu machen. Das habe ich jetzt gerade hier noch nicht. Deswegen kann ich die Maus gedrückt halten. Beim kritischen Schlag ist es aber scheinbar so, wenn ihr die Maustaste mehrfach drückt, habt ihr eine höhere Chance. Ah, Bienen, Bienen, Bienen. Die habe ich vergessen. Die machen auch ein bisschen Schaden, ja. Aber ist auch nicht sonderlich heftig. Selbst wenn man stehen bleibt, bekommt man vielleicht 10, 15 Schaden. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Also, wir haben Hunger. So, jetzt sind wir satt. Wunderbar. So, ein paar Blaubeeren mitnehmen. Und dann gehen wir mal runter zur Mine. Wieso zur Höhle? Man hört hier ab und zu im Hintergrund so einen Bär schreien. Aber wie gesagt, ich bin hier oben noch nichts Gefährlichem begegnet. Vielleicht kommt es irgendwann aber noch rein. Und jetzt betreten wir die Höhle. Sieht so ein bisschen Tomb Raider-mäßig aus, ne? Tada, da sind wir.
Hier haben wir nochmal eine Kiste, um die Ausrüstung zu wechseln, falls wir eine andere Waffe wählen wollen oder vielleicht Spitzhacke nicht dabei haben. Hier haben wir ein paar schöne Kisten zum Rumstehen. Da kriegen wir ein paar Schrauben raus. Nochmal Schrauben. Ist nichts mehr. Das dürfte Kohle sein, wenn ich das richtig sehe. Und da unten ist Metall. Ich sehe schon Metall. Direkt unter uns. Jawohl, das ist Kohle. Sehr gut. 10 Kohle haben wir schon mal. Werkzeuge und Waffen gehen nicht kaputt bisher. Man muss sie nicht reparieren. Das ist ein großer Vorteil. Wenn man möchte, kann man immer weiter kämpfen, außer man verliert sein Leben. Ist ja klar jetzt, ne? Ja, das ist Metall. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, da sind die kleinen Metallsplitter. Wunderbar. 7 Stück. Das heißt, wir haben schon die 5, die wir brauchen, auf jeden Fall in der Tasche. Ich nehme jetzt die 3 Felsen, die hier noch sind, mit. Ich glaube, das hier ist normaler Stein. Na komm. Jawohl, das ist normaler Stein. Jawohl. Das hier ist auch zweimal normaler Stein, ja. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, den nehme ich jetzt nicht mit. Was ist da oben? Ja. Wir können da rüber springen. Aber theoretisch können wir die Brücke auch reparieren. Oh. Ach nee, ist es zu weit? Okay, beim letzten Mal ging das noch. Gut, dann machen wir jetzt hier unseren Trick. Laufen, springen und rollen. Jetzt können wir reparieren. Und ab jetzt können wir immer frei rübergehen. Die Brücke ist jetzt beständig, also die wird jetzt nicht nochmal abgerissen. Die wird jetzt immer hier stehen und für uns zur Verfügung stehen. Können wir mal unser Schwert ausrüsten, weil es kann sein... Ach, guck mal hier, hallo. Kann sein, dass hier um die Ecke schon Gegner stehen. Aber mit diesem Schwert überhaupt kein Problem. Ja, nochmal Metall. Wunderbar. Mehr Metall ist immer gut. Da ist auch noch... Ne, da ist nichts mehr. So, wir können hier auch diese Laternen entzünden. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht und sehen ein bisschen mehr. Okay, der Gegner ist nicht da. Das ist ganz cool. Gibt aber auch... Oh, Edelsteine. Sehr gut. Ah, schön. Haben wir eine Frucht gefunden. Das waren, glaube ich, Grapefruits. Ne, Passionsfrucht. Können wir auch anpflanzen. An einem, da kommt ein Gegner. Und da diese Kohlepfanne. Wenn wir die entzünden, haben wir erstens Licht. Und zweitens heilen wir an dieser Kohlepfanne. Also diese Kohlepfanne, wenn ihr die seht, immer entzünden. Das ist ganz wichtig. An diesen Kohlepfannen heilt ihr. Jetzt haben wir hier Kohle. Glaube ich. Wenn es Kohlepfanne, wenn es Kohle ist, werde ich die Kohlepfanne entzünden. Wollte die Kohle eigentlich mitnehmen, um im Haus eine Fackel aufzustellen, aber dass jetzt Kohle ist, sollte man eigentlich mehr als genug Kohle haben, um auch die Fackel im Haus bauen zu können. Ja, das war Kohle. Wunderbar. Wunderbar. Kommen wir mal eben 12 Stück rein. Die brennt jetzt auch immer. Die ist jetzt immer an. Wenn ihr daneben steht, heilt ihr. Allerdings die Gegner heilen daneben auch. Also wenn die Gegner daneben stehen, heilen die ebenfalls. Müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Aber bisher eigentlich eher human geheilt. Das hier ist ein Spawner. Da kommen kleine Gegner raus. Die Spinnen kommen heraus. Diese gibt es aber auch in groß, wo dann diese Murlocs, die gerade eben rumliefen. Ich nenne sie immer Murlocs, wie aus WoW, weil sie irgendwie so aussehen. Ja, die kommen da raus. Und die Dinger kommen auch wieder. Also das ist, ich habe es jetzt zerstört. Aber das heißt nicht, dass wir das letzte Mal an der Stelle gesehen haben. Es kann an der Stelle tatsächlich wieder auftauchen. Ist aber auch ganz cool. Dann hat man jedes Mal wieder eine schöne Herausforderung. So, hier ist nochmal ein kleines Fass. Haben wir hier noch ein Fass oder so? Da oben sind nochmal Gegner. Hier steht noch eine Kiste. Da haben wir ein bisschen Pflanzenfasern bekommen. So, wir sind doch nicht... Doch, doch, doch. Da vorne können wir hoch. Hier. So, was haben wir da? Da ist wieder Kohle. Oh,
Ja, kommen aber viele raus. So. Hallo. Schön mit dem Special-Schlag machen, dann klappt das auch sehr gut. So, was ist hier? Da liegt nichts. Es gibt auch hier in der Mine verschiedene Briefe, die man lesen kann, die alle auf Englisch sind. Die so ein bisschen Hintergrundwissen geben, was hier passiert ist. Aber da, wie gesagt, mein Englisch nicht ganz so gut ist, werde ich diese Briefe nicht vorlesen. Ihr könnt es selber gerne lesen. Aber ich weiß auch nicht genau, ich habe es nicht genau verstanden, was hier genau passiert ist. Die hier würde ich entzünden, damit wir so ein bisschen Zwischenlicht haben. Gehen wir aber zurück. Fürs Erste haben wir nämlich hier unser Soll erfüllt. Wir haben das Metall, was wir haben wollten, geholt. Es ist Nacht geworden. Wir haben ein bisschen Hunger. Oh, der Weg ist aber weit nach Hause, ne? Hier. Da steht unser kleines Hütchen. Wunderbar. So, hereinspaziert. Was wollten wir denn jetzt lernen? Wollten... Nee. Ach so, die Gießkanne. Die Gießkanne wollten wir lernen, genau. Hier, Craft. Die haben wir gecraftet. Die ist jetzt hier raus verschwunden und ist jetzt unten in unserer kleinen Kiste drin. Wir haben ein bisschen Kohle noch dabei, deswegen können wir uns auch eine Fackel bauen. Und wir können uns auch schon eine bessere Axt machen. Das ist natürlich sehr gut. Werde ich auch direkt tun. Einfacher Grund, dann haben wir direkt eine bessere Axt, mit der wir Holz fällen können, besser Holz fällen können. Die Sense ist dafür geeignet, um Gräser besser abzufarmen und die Felder brauchen wir jetzt aktuell gerade noch nicht. Aber, guck mal, den können wir trotzdem schon lernen. Oder wir lernen die. Komm, dann lernen wir den auch, dann haben wir den auch direkt gelernt. Und dann haben wir schon wieder keine Schräubchen. Und scheinbar auch kein Metall. Können wir mal eben schauen. Wie sieht es mit Metall aus? Ein Metall haben wir noch. Und drei Schräubchen. Ja, das reicht für nichts. Ist aber wie gesagt nicht schlimm. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wenn wir jetzt in die Kiste reingucken. Haben wir hier Fackel. Sehr gut für die Höhle. Und in der Höhle brauchen wir zum Beispiel nämlich die Axt nicht. Können wir die Spitzhacke nehmen. Da können wir dann die Fackel drüber ziehen. Oder die Gießkanne, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Felder bewässern möchten. Was ich nicht weiß, ob die jetzt gerade gefüllt ist. Okay, sie ist gefüllt. Ihr seht das, die Felder werden dunkler. Jetzt müsste sie leer sein, jawohl. Ich weiß nicht, ob man die hier füllen kann. Würde ich mal eben ausprobieren wollen. So. Ja, man kann sie auch hier füllen. Das wusste ich nicht bisher. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt schon mal ein paar Heidelbeeren anpflanzen. Ich würde mal so ein Feld bestellen, sonst habe ich gleich keine Beeren mehr. So, wie viel haben wir jetzt noch? Ja, habe schon keine mehr im Inventar. Da oben muss aber noch eine hin. Die muss noch voll sein. Müssen wir gleich auf... Moment, da auch keine? Nee, okay. Also ein Feld haben wir voll, die können jetzt in Ruhe wachsen. Wir müssen zwischendurch dran denken, sie zu gießen. Und dann haben wir schon für einen kleinen Nahrungsvorteil gesichert. Ja, haben uns den Nahrungsvorteil schon gesichert. So, jetzt wollte ich hier noch eine Fackel reinbauen, wenn das noch geht. Die ist wahrscheinlich bei Deko. Nein, wir haben keine zwei Metall mehr. Wir haben nur noch ein Metall, stimmt, habe ich ja gesagt. Ah, schade. Dann können wir aber zumindest die Fackel hier... Da haben wir draußen ein bisschen Licht. Das fällt ja auch hier rein, oder? Ja, so ein bisschen fällt es hier rein. Und wir gehen mal schlafen, dann haben wir wieder Tageslicht. Ja, das war die erste Folge von meinem Let's Play Lands Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es das getan hat. Oder Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, das ist bei YouTube kostenlos. Und ihr seht immer, wenn ein neues Video online geht. Und schreibt mir doch gerne einen Kommentar, wenn... ihr das Spiel vielleicht auch spielt und irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht seid ihr über die Brücke gekommen, über die ich nicht drüber gekommen bin bisher. Und vielleicht habt ihr Tipps und Tricks für mich, die mir ebenfalls helfen können.
Oder ihr schreibt einfach rein, was euch besonders gut gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht, unser Feld ist schon gewachsen da oben. Er ist gerade so ein bisschen rausgezoomt, wenn man AFK geht. Feld ist schon gewachsen. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Lands Island. Ciao!